Hier könnte die Zukunft spielen. Auf dieser Baustelle im südfranzösischen Cadarache soll der größte Kernfusionsreaktor der Welt entstehen. Heute feierten Vertreter der beteiligten Länder, USA, Russland, China, Indien, Japan, Südkorea und der EU, einen neuen Bauabschnitt mit vielen zugeschalteten Gästen. Zum Schutz unseres Planeten fingen wir an, davon zu träumen, eine Energie für die Zukunft herzustellen. Stellen Sie sich vor, dieses Experiment gelingt und kann in der Industrie eingesetzt werden. Dann hätten wir eine neue Energiequelle erschlossen, die die Umwelt nicht verschmutzt, ohne CO2-Emissionen, sicher und fast ohne Abfall. Das Ziel? Energie erzeugen, so wie unsere Sonne es macht. In ihrem Inneren verschmelzen Wasserstoffatomkerne zu Heliumkernen. Energie entsteht. Die sogenannte Kernfusion soll später auch im Reaktor passieren, bei 150 Millionen Grad Celsius. ITER wird die Energie aber nicht in Strom umwandeln. Er dient nur dem Testbetrieb. Ein viel zu aufwendiges Projekt, sagen Kritiker. Für den Klimaschutz brauchen wir jetzt eine schnelle Lösung. Und das ist ITER auf jeden Fall nicht. Weil ITER, selbst wenn alles funktioniert in 20 Jahren, wird er ja keinen Strom liefern, sondern nur Forschungsergebnisse für einen weiteren Schritt in Kernfusionsrichtung. 2025 beginnt der Reaktorbetrieb. Ab dann können die Forscher testen, inwieweit die künstlich erzeugte Kernfusion wirklich funktioniert.